Deadly Premonition Folge 48. Thomas hat sich schwer verdächtig verhalten. Wir suchen den jetzt, weil seine Handschrift ist die Legende vom neuen Regenmantelkiller verfasst. Was vielleicht ist ja aber auch, wenn das nach deiner Theorie, hast du die öffentlich gesagt oder hast du mir die Pause erzählt? Ich weiß es gar nicht. Also meine Theorie besagt, dass der Regenmantelkiller gar nicht der Regenmantelkiller, sondern einfach nur der Regenmantelmann ist und vielleicht sogar ein Schutzpatron dieser Stadt sein könnte. Der die Stadt vor den Thomas ja auch informiert okay, sein. Zach. Let's pay Harry another visit and get to the bottom of all this. I have to admit, I do like spending a bit of time investigating alone. I'm getting a bit sick of being told that I'm either too slow or too fast. You agree with me, right, Zach? Also, dass Thomas schon zusammengeschrieben hat, was denn den... was hinter diesem ganzen roten Samenmythos steckt, aber um dann die Stadt davor zu schützen. Könnte ja auch sein. Das Schlafen geht eigentlich oder ist recht wenig müde geworden in letzter Zeit. Ich trinke trotzdem meinen Kaffee, ich hab's ja. Da ist voll. Was machst du denn? Kaffee. Da oben. So. Hätte ich jetzt auch gern übrigens. Kaffee. So einen richtig großen Kaffee. So, jetzt muss ich nochmal zurück. Darf sonst noch was sein? Vielleicht ein wenig Gebäck. So ein Smoothie wäre jetzt auch toll. Mit Waldmeister. Oder so, wie heißt dieses Zeug, wo überall die Läden aus dem Boden sprießen? Bubble Tea? Ja. Ich glaube, die haben schon wieder überall zugemacht. Ja, natürlich. Habe ich zweimal getrunken. Einmal war es ganz lecker. Einmal war es richtig schlimm. Das mit Kokos war ganz cool. Aber jetzt auch nicht mit den Perlen und so gebraucht. Wo muss ich jetzt hin? Na, irgendwo, wo sich Thomas vermeintlich aufhält. Ich würde tippen, sein Haus. Oh je, also die Serpentinen fahren wir nicht, gell? Ja. Gut, das heißt, wir fahren hier lang. Doch, wir fahren die Serpentinen. Boah, wie viel man hier fischen kann. Schau mal, das ist sogar noch Nebenmission irgendwie. Was jetzt Go kostet. Fish. Ja, dann fahr halt die Serpentinen erstmal, das dauert eh ewig. I'm off fishing. Dann fahr ich hier runter. Oh Mann. Dann fahr ich ins Zentrum. Aha. Achso, es ist wieder Harrys Haus. Wo führt denn die Serpentine hin? Bringt mir die irgendwas? Wenn ich direkt zu Harrys Haus will. Boah. Nö. Harrys Landsitz. Achso, das ist die Auffahrt. Aha, okay. Das heißt, was jetzt nochmal? Einmal quer durch den Bundesstaat fahren. Genau, also links weg. Habe ich noch Sprit? 63%. Oh. Ja, das haut schon hin. Nee. Wow! Was sind die ganze, Sippe? Du hast die Kinder angefahren. Schnell weg. Talk! Schau mal vor die Weitsicht. So ein Skishow. Drück den Riemenknopf. Er fährt genauso wie du immer aus der Disco nach Hause. Stimmt. Nach dem Afterworken. Ja. Ja, irgendwo muss man die ganzen YouTube-Millionen ja hin verblasen. Deshalb. Ins Afterworken und dann. Cabrio und Koks. So lebe ich, ja. Die Bild-Zeitung hat neulich rausgekriegt, dass in Berlin unter Promis gekokst wird. Nein! Ja. Teilweise auch so Starlets und so, die irgendwie groß rauskommen wollen. Und die ganze Partygesellschaft, so die ganze Schickimicki-Partygesellschaft, da wird teilweise regelmäßig gucken. Nein. So. Hier gar nicht, oder was? Nee, in München doch nicht, bist du wahnsinnig. Mist. München, die Schickeria. Die Schickeria. Muss jetzt links? Ich glaub schon, oder? Ja. Links ab. Ich glaube, das hatten wir schon mal in einem anderen Let's Play besprochen. Ich wüsste nicht mal, wo man Drogen kauft. Du schaust jetzt mich da so an. Ich hab
dich überhaupt nicht angeschaut. Ja, ja. Wer hat mich dann gerade angeschaut? Ich habe nur lediglich Anklage mit dem Finger auf dich gezeigt und die Beamten rübergewunken. Hier kriegst du derzeit lediglich Naturtrüben Apfelsaft. Und einen Schluck Sekt. Drück den Reden-Button. Bevor es noch schlimmer wird. Nothing. Wow. Just my imagination. Siehst du? Der ist auch so drauf. Kann sein, dass wir die Schallplatte schon bis zu Ende durchgehört haben? Schauen wir auf die Karte. Jetzt fahren wir gerade in den Ort rein und dann ist aus dem Ort wieder raus und dann kommen wir doch bei Dings an. Ach, jetzt hat sich die Karte wieder gedreht, oh Gott. Ja. Das ist schon richtig. Ah ja, also die Hauptstraße. Entlang und dann nach dem Ort links ab. Im Ort links ab. Wäre es nicht viel cooler, wenn so Navi-Geräte viel, viel fehleranfälliger wären und sich dann aber auch voll nett entschuldigen würden. Also weniger präzise, aber dafür viel besser bei der Sprachgenerierung. Das wäre cool, ja. Und die nächste links. Nee, Moment. Da bei dem Dings, bei dem hässlichen Gebäude links. Nee, war doch richtig. Anders. Sorry. Wo sind wir hier? Fahrt zu. Ich dachte, ich habe das wiedererkannt. Ach, das ist gar nicht die Kreuzung. Ja? Du hast doch gesagt Augsburg. Das machen wir hier in Würzburg. Lisbeth wohnt jetzt übrigens in Würzburg. Ah. Könnt ihr euch auch mal ein Rennspiel let's playen? Das werden wir ständig aufgefordert dazu. Im Ernst? Nee. Ja, doch. Was denn? Was könnte man denn spielen? Forza? Ja, sowas. Need for Speed und so. Need for Speed spiele ich mit dir nicht, weil da bist du zu gut. Und ich zu schlecht. Wir müssen ein Spiel, was keiner kann. Mario Kart. Die gute alte, wir haben sie bereits erwartet, Mr. York. Oder Outrun. Mr. Francis York Morgan, finally you have arrived. You are welcome to come inside. Ist neulich auf Twitter rumgegangen, so ein geiles Tortendiagramm. Dinge, die mir beigebracht haben, dass das Leben unfair ist. Dann irgendwie ein so ein kleines Stück Eltern, auch ein kleines Stück Schule, noch ein kleineres Stück Sport. Und dann darf ich raten, was das Große war? Ja. Dass der Hinterste bei Mario Kart die Superbombe kriegt, mit der man den Ersten trifft. Überhaupt nur Mario Kart. Ja. Nanu? Aha. Oh, oh. Looks like the next game is hide and seek. Huh? Oh nein. Wenn ich sage hide and seek, meine ich schieß dem Zombie in die Mütze. Ah, mit Taschenlampe sogar. Muss ich irgendwas kaufen? Ne, wir haben noch, oder? Wir haben noch ein Medkit. Kann man das da kaufen? Ne, oder? Medkit. Achso, ich hab doch noch welche, oder? Ja, dann nimm doch eins. Der Dinderwelt. Entschuldigung. Gleich das große. Ja, aber. Das mittlere. Also den normalen. Ja, passt. Ja, gut, dann reicht's eigentlich noch. Brauchst gar nichts kaufen. Alles im Lot, okay, auf dem Boot. Okay. Da kann ich telefonieren. Mal da speichern vielleicht. Von mir aus. Langhagen. Was der York hier an Asche verdient, oder? Mhm. Oder auch zum FBI. Aber ist ja auch so teuer alles. Der Gang war doch vorher auch wieder anders, oder? Ja. Nanu? Die tanzenden Frauen? Die Waldgöttinnen? Ja, was ist das in der Mitte? Das links ist Emily. This girl, Zack. Do you see the resemblance? Anna? Becky? She looks like Diane.
Carol. Zach, look. Emily. Dieser Drecksack. Müsste Carol doch als Dritte gestorben sein, oder? Noch vor Diane. So alphabetmäßig. Ach so. Aber Carol lebt ja noch. Hat sich Carol nicht mit dem Transvestiten-Thomas in der Bar getroffen? Boah, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Haben die das schon mal thematisiert? Einer der Kommentare hat das mal thematisiert. Oh. Zombies! Das machst du schon. Das glaube ich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, wie das geht. So, und in den Kopf. Schieß jetzt schon. Wenn du näher rangehst, andere Waffen, weil... Der buggt dich! Der buggt mich nicht. Der buggt mich schon. Ich muss weg. Zerrütteln! Geh nur her, Bösche. Achso, man kann ja auch nicht schießen gegen gleichzeitig, nee. Oder? Boah! Das ging ja. Haben wir denn irgendjemanden mit F kennengelernt? Oder könnten wir sagen, dass Emily das letzte Opfer ist? Name mit F. Boah, bin ich dann der Nächste? Ja. Fat Aids Kerster Coats. Aber das ist nicht der Einzige. Du schießt total daneben. Hä? Haben sich ganz schön verarscht. Ja, cool. Koberind. Diese Kobe Bryant-Anekdote haben wir mal erzählt, oder? Kobe. Ja, haben wir. Gut. Du könntest die Bressot-Anekdote mal erzählen. Nee, da gibt's andere Menschen, die das des Öfteren tun. Oder die mit dem Playboy-Menschen. Ja! Das war jetzt schon nah dran an Horrormädchen stehenden Hotelgang rum, oder? Ja. Ja, toll. Wurde mal erklärt, warum die sich immer so verrenken? Nee. Oh Mann. Nimm mal eine andere Waffe mit Steuerkreuz nach unten. Da weint jemand. Und dann die Shotgun vielleicht. Meinst? Und dann lad die nochmal an. Ja, wohl, es passt schon, 4 Schuss. Oder so. Da kommt bestimmt gleich wieder eine von diesen Kriecherinnen. Da in der Mitte kann man was machen. Was haben wohl die Fässer zu bedeuten? Oh. Ja, oh. Vorsicht! Das war Fersengeld. Ey, die sind der Reis. Ah, schau mal. Ach so? Das hätten wir die ganze Zeit machen können? Gab's die Fässer schon mal woanders? Ja, die stehen überall rum. Ach man. Wie kommt man denn ahnen, dass man, wenn man auf Fässer schießt, dass das, dass die explodieren? In einem Computerspiel. Ich bitte euch. Sag doch nicht im Wirtshaus.
haben wir noch einen Tennisplatz. Das war's schon. Den finde ich gerade schlaglich gar nicht so schlecht. Ja. An der Flinte. Sollen wir den Golfschläger mal mitnehmen? Geh mal Jod, speichern ist jetzt gerade nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Na gut. Was liegt da? Ein Truthahn-Sandwich. Oh. Ein Orden. Wo war denn dieser andere Gang? Ach, das war hier, oder? Da bin ich vorhin hier rein. Ja, genau. Aha. Das laden wir erstmal nochmal nach. Wo gehst du denn jetzt? Dann geht's hier weiter. Ach so. Oh nein, sie haben einen Horrorgockel. Bäh. Lochfraß. Da kommen sie ins Fenster! Hunde! Wo sind die Hunde? Die sind Evil-Horror-Hunde. Hast du gerade gestottert oder war das ein Horrorhund? Oh, das ist hört man da eine Dude? Nee, das ist wieder dieses das Wasserfallzimmer, oder? Das da vorne ums Eck ist. Aber hier ist alles, was das Herz begehrt. Hier können wir speichern. Eine Rasur, ein Bett. Ja, dann machen wir doch jetzt hier eine kurze Pause. In der nächsten Episode geht's dann Harry an den Kragen. Oder vielleicht kriegen wir auch Antworten. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.